Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Doom 3. Immer noch dabei unser lieber Freund Super Worst Case alias Marcel. Hallo! Hallo! Das ist auch irgendwie so ein Standard von dir, ne? Hallo! Ja! Das ist mein Standard. Nachdem uns im letzten Part vor allen Dingen euch natürlich der Spiegel so erschrocken hat, gehen wir heute mal wieder mit ein bisschen Eier in der Hose hier ran. Oha. Das, wo ich gerade das gegessen habe. Ja! Gewalt. Oh nein. Ha! Kabüm! Oh, scheiße. Ich bin ja jetzt mal stark gespannt, ne? Worauf? Ja, ich habe jetzt gerade einer meiner Handynummer geschrieben, die wir auf dem MPS verpasst haben. Mhm. Und die Ausrede war auch sehr gut. Ja, sie hat zwar versucht, du wurdest ja mehrfach angerufen. Ja, da war ich arbeiten. Ja, und als du angerufen hast, waren wir vor der Bühne, da haben wir nichts gehört. Hä? Ja, aber ich war hinterher zu betrunken, um nochmal anzurufen. Okay, was zum Teufel? Ja, ich werde angerufen. Vom Zombie attackiert. Ich war jetzt. Warte mal ganz kurz, ich mach das jetzt mal ganz. Professionell. Jetzt hat die aufgelegt oder was? Warte mal, ich bin jetzt mal gerade ganz professionell und ruf da mal ganz kurz zurück. Jo. Das ist jetzt voll Live-Telefonat, ne? And stuff. Wieso stirbt dieser Bastard nicht einfach? Weil, wenn sie das denn jetzt wirklich war, jetzt geh ran, ey. Also, das sind immer die geilsten Leute, die rufen an und was zur Hölle? Was denn? Ich weiß nicht, wer das war jetzt, ey, mein Gott nochmal, ich hab ihr geschrieben, gesagt, wenn sie das war, ihr könnt mich mal. What the fuck, was kann ich erleiden? Was? Ja, ich hab der einen eigentlich gesagt, sie sollen erst schreiben, damit ich ihre Nummer hab, und jetzt hat mich eine unbekannte Nummer angerufen. Ja, das finde ich auch immer krass, scheiße. Hat gerade weggedrückt, ich rufe zurück und keiner geht mehr ran. Noch wer? Wer will noch mehr was? Was? Ich rede gerade mit dem Zombie. Achso, du redest mit dem Zombie. Ja, du redest mit dem Zombie. Ab jetzt heißen bei mir alle Zombies Kate Moss. Alter, habe ich hier gerade einen Lex drin. Das geht gar nicht. Wie? Oh, scheiße. Was war das? Oh, das war gut reagiert. Was? Was? Ich sag so, und er so, I am firing my laser. Zumindest sah das gerade so aus. Ja, da. Nein, nein, nicht der. Der Typ, den du getötet hast. So. Der Typ, der mit Typen nach dir schmeißt. Oder womit auch immer der schmeißt, die da schmeißen. Langsam reicht's mit dem Zombies hier. Ich möchte jetzt gerne eine Ruhepause haben, wo keine Zombies mehr drin vorkommen. Jetzt wollte ich den fast direkt von meinen Füßen mit einer Granate abschmeißen. Das wäre... Was jetzt schon wieder? Ich will mich... Nein! Da dreht man sich gerade um und hat Angst, dass man angegriffen wird. Und dann, was passiert? Paranormale Aktivität. Die fliegen irgendwelche Kisten ins Gesicht. Marcel? Ja, ich bin da, ich lebe. Ich guck dir nur ganz gespannt zu. Ach so. Verdrückst du noch deine Pommes? Ja, ich verdrück noch. Ich drück mir gerade einen ab, du. Ja, bitte nicht. Wenn du es explodieren hörst, dann habe ich zu fest gedrückt. Aber ich nehme jetzt erstmal ein Verdauungszigarettchen. Die sind immer am besten. Yep. Oder auch die Zigarettchen. Naja, und die nach. Und die nach ganz anderen Aktivitäten. Alter, habe ich hier zwischendurch. Alter, die nächste Nerven jetzt gerade so. Also das mit den Lex geht gar nicht. Willst du das ist schlecht. Was, sieht der nicht nett aus?
Nee, doch, 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 doch. Dem würde ich meine Kinder anvertrauen. Ja? Ja. Der hat aber keinen Kiefer mehr. Ja, das macht nichts, das sind die Besten. Und Unterlippen auch nicht. Ach, Unterlippen. Oberlippen? Nein, Allgemeinlippen. Achso, ja, das, ne, dann hält er wenigstens die Fresse und spielt mit den Kindern, ist doch super. Ich nehme eine Rüstung auf und der Gasting pupt mich an. Jetzt würde ich mir mal Gedanken machen, würde ich sagen. Ja, und die Lecks, die nerven mich gerade extrem. Na, wo leckt das denn hin? Nach Kanada! In Kanada ist keiner da. Außer deine kleine Mann. Richtig. Ich werde die Spiele angeschaut. Geh jetzt in Deckung. Der ja, schießt mich hier an. Ach, unter die Treppe natürlich. So wie ein kleines Kind. Unter die Treppe. Ich bin jetzt hochprofessionell. Aber wer hat mich jetzt hier angeschossen? Bist du sicher, dass überhaupt einer geschossen hat? Ja, ich habe Leben verloren. Vielleicht war das ja eine Maus, die an deinem kleinen Zeh geknabbert hat. Ja, genau, ja, genau. Iku. Iku, das, was den meisten Menschen fehlt. Ja. Und weiter geht's. Und da steht schon direkt der Erste. Ich sah nur diese komische Skifahrerbrille, die die hier alle tragen. Ich sehe da gerade irgendwie gar nichts. Ups, hat nur einmal kurz geknallt. Ah ja. Und da ist noch einer. Laufen wir in Giesbert. Giesbert? Ja, Giesbert. Da bin ich jetzt voll für. Okay, das sind jetzt alles Giesberts, ja? Nicht alle. Ja, die kriegen jetzt alle ihren eigenen Namen. Ach hey. Den Rest vom Pfad, also noch so ungefähr 12, 15 Minuten. Kriegen jetzt alle ihren Namen und du musst mithelfen. Oh Gott. Wow. Also gerade habe ich richtige Frame-Einbrüche. Ah, jetzt geht's wieder. Oh Mann. Was treibst du in deinem Hintergrund, ha? Vielleicht lädst du wieder Pornos runter? Klar. Mit versauten Asiaten. Oh yeah. Ist ja eklig. Okay, hier ist der, bevor er gleich stirbt. Harry! Tschüss, Harry. Wie? Ach, hör auf, nein. Gackern. Ne? Wir machen das jetzt mal einfach. Wir gehen das Alphabet durch. Wir fangen mit A an, dann B und jeder kriegt dann einen Namen mit dem jeweiligen Alphabetsbuchstaben. Okay, muss ich dann jetzt mit A anfangen und du dann gleich mit B oder was? Ja, machen wir es einfach so. Dann machen wir ein Spiel raus. Und wer verkackt, der gibt den anderen. Guck mal, das ist Alphons. Alphons? Jo. Cool. Und wer ist er? Bertram. Bertram. Mhm. Du musst mir das immer sagen, wenn du da einen siehst, wenn ich dran bin, weil ich sehe das immer so oh, spät. Oh, guck mal, da kommt Chantal. Jetzt bist du wieder also gleich. Jetzt bist du dran. Denise. Denise hat's aber drauf hier. Ja, Hammer. Denise hält zu lange durch. Stirb, Denise. Ja, Denise ist halt voll der Powerfrau. Ist Denise nicht eine Frau? Ja, aber das Zombie-Viech ist ja wohl ein Kerl, deswegen der Powerfrau. Ja? So, wo kommt der nächste? Ja, Namen, pass auf, wenn sich Ehepaare das angucken, die gerade schwanger sind, dann taufen die Kinder wahrscheinlich hinterher so. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ach, guck mal, Ewald. Und noch einer. Wer ist der denn? Fred. Fred? Ja. Der killt mich. Und der auch. Fred. Das war gerade George gewesen. George wollte mich umbringen.
So, denk dir schon mal einen neuen Namen aus. Ja, ja, ich bin schon dabei. Darf den Buchstaben noch nicht vergessen. Oho, da ist er schon, danke. Heino! Heino! Heino? Heino. Komm her, Heino. Heino hat schon allein wegen seinem Namen verdient zu sterben. Naja, das sind Namen, die unser... Und das ist Ismir, mit Nachnamen egal. Was? Ja, kennst du nicht? Ismir egal. Ach so, ist mir egal. Ja. Der hieß jetzt Ismir. Ach ja. Ich brauch keine Shells, ich zieh dir gleich meine Shell. Ich brauch was zum Reden. Danke. Luft und Liebe. Jo. So. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J. Du bist dran mit J. Ja. Ah! Jules! Das ist Jules! Aus der Jules Box. Ah, ah, ah. Boah, der ist schlecht, der war schon wieder gut, ey. Du bist dran mit K. Ja, ja. Gas leak stopped. Kennst du auch das ganze Alphabet? Ich meine, du bist blond. Ja, sicher. Das habe ich jetzt. Guck mal, hier liegt die ganze Adams Family. Oh Mann. Wo muss ich jetzt sehen? Marc allein verwirrt in Doom. Das wird der Hit. Was? Marc wird Doom? D-U-H-M? D-U-H, ja. D-U-H. Ja, der war gut, Mann. Was hatte ich jetzt, Jo? Was hatte ich, K, ne? Ja, du warst K. Okay. Alles wartet gespannt auf den nächsten Zombie. Ja, ich nicht. Da ist ja der Nächste. Und, wie heißt er? Ist da noch einer? So, der eine heißt Carsten. Der heißt jetzt einfach Carsten. Gut, dann ist der andere Ludwig. Ludwig? Ludwig. Wow. Almost skill. Ach, der Kampfer. Ach so. Der letzte kam von hinten. Na super. Und wie hieß er? Du warst dran. Hä? Wo sind wir stehen geblieben? Bei L, ne? Ne, bei M. Hm? Bei M? Ja, dann war das Marc. Marc tötet Marc. Ja. Von hinten. Nur Marc kann Marc töten. Nur ein Marc kann Marc töten, ja. Yeah. Oh, ja, jetzt bist du gleich wieder dran. Und nenn den bloß einen Nigger oder so. Bitte? Nichts. Was? Haben wir jetzt nicht noch irgendwo welche? Weiß nicht. Ist das da oben schon aktiviert? Ach hier. Dann darfst du den nochmal benennen. Nora. Was? Nora. Nora? Ja. Ja, das ist ein Name halt, ne? Ja, ja. Aber kein ziemlich erotischer. Ich bin mal gespannt, was du mit aus dem nächsten machst. Ha, da fällt mir schon was ein. Ich fürchte es auch. Ich kann mir fast denken, was. Oh, hier war noch mehr Leben. So, wie gehe ich da jetzt ran? Müsste dann. Wie? Achso, ich habe da noch nichts ausgeschaltet. Dann statten wir mal gleich den anderen, den wir noch einen Namen geben müssen, einen netten Besuch ab. Beruf wollte ich schon sagen. Gas leak stopped. Fire extinguished. Ruf. R-U-A-F. R-U. Hm? Nee, ich hab jetzt O. Nee, ich weiß. Oh. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was haben wir lange nicht gesehen. Entschuldigung.
Wie, der hat die einfach wieder zurückgeschmissen. Ja, wer denn? Olaf. Ha, ich wusste es. Ja, wo soll er auch sonst? Ha! Und wie ist der, der jetzt gerade verstorben ist? Percy. Percy? Percy. Percy. Oh Gott. Ha! Ich hab selbst für Kuh habe ich sogar einen Namen. Ach, den musste ich ja gerade ihm geben, ne? Ja, doch. OPQ, ja. Das ist Quincy. Nee, das, bitte? Das ist Quincy gewesen. Quincy? Quincy. Hoffentlich kriegst du Y. Oder X. X ist auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Aber X und Y hätte ich sogar was. Ja, das stimmt. Ich nämlich, fällt mir auch gerade was ein. Bei welchen Buchstaben sind wir jetzt? Ich hab grad den Faden verloren. Ich hab jetzt R. Was hab ich danach? Sag mal eben schnell, ich muss mich hier konzentrieren. S hast du danach. Oh, dann gib mal dem da oben einen Namen. Der hängt nämlich an der Decke, so wie ich das. Rufus, das ist Rufus. Vorausgesetzt, er lebt. Was hab ich jetzt nochmal S, ne? Ja. Dann war das jetzt gerade der da aus der Wand gebrochen. Und wie heißt der dann? Gott, jetzt komme ich durcheinander. Jetzt muss ich dir noch einen Namen geben, das ist da hinten, Ich kann mich gar nicht konzentrieren! Gib mir doch nicht eine Granate, gib mir eine vernünftige Waffe! Ich würde sagen, da fackelt gerade jemand. Was? Alter, jetzt hört auf damit! So, nächster Name, S. Sabine, du bist jetzt Sabine. Dann hast du den nächsten Buchstaben. Los, los. Timo, Timo, T, Timo. Boah. W, ne? Nee. Hä? Nee, nicht wirklich. Was? Ja, W kommt jetzt noch lange nicht. Ach ja, stimmt. Oh Gott. Schön, man konnte gerade richtig sehen, wie du das Alphabet durchgegangen bist. Ich bin hier gedanklich gerade ziemlich am Abschmieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Scheiße! Ich muss mal was überlegen für V. Gibt's Namen mit V? Jetzt bin ich gerade überlegen. Bestimmt. Irgendwas gibt es bestimmt. Scheiße. Und jetzt nicht im Internet nachgucken. Nein, guck ich nicht. Oh, guck mal, da liegen seine Klöten. Supi. Ich hoffe, ich krieg noch nicht allzu schnell Besuch. Hast du nichts für U? Hm? Na klar. Ich sag, na gut, scheiße. Ulrich, hau ab. Oh, guck mal, da ist schon. Nein. Vanessa, genau. Oh Gott sei Dank. Ulrich und Vanessa griffen uns gerade eben an und sahen beide sehr männlich aus. Ja, jetzt hast du weh. Was? Jetzt hast du weh. Ja, weh. Das ist ja nicht schwer, ne? Eigentlich nicht. Oh, wie ist so schön. Oh, das weh ist schön. Weh. Veto. Wolfgang ist gerade in die Luft geflogen. Ach, so ein Pech aber auch. Oh scheiße, Wolfgang war mein Vater. dein Vater sah nicht gesund aus. Nö. In dem Moment, als er ein 1000 Stück hätte, fiel nicht. So, du bist wieder dran. Ja, ich weiß. Ich habe jetzt X. Oh, da ist der Name. Xavier. Von mir aus. Y habe ich jetzt. Warum kippen da die Fässer um? Y finde ich nichts oder was? Alter, wer hat hier nach mir geschmissen? Jasmin ist da! Was? Jasmin! Gibt's mit Jasmin. J und Y. Stimmt. Zora!
Zora! Zora? Ja! Ist das ein Name? Ja, Zora ist ein Name. Ich dachte, er wäre Pokémon. Nein, Zora ist ein Name. Ja, dann fängt halt der Scheiß schon wieder von A an. Also jetzt so lange, bis einer verkackt, oder? Ja. Was kriegt denn der Gewinner eigentlich nochmal? Vergessen. Der muss mal andere Bier beim nächsten Mal ausgeben. Achso, alles klar. Ja, denke ich doch. Dann geht's in der nächsten Runde mit dem fröhlichen Namensroulette. Weiter. Ja. Ist einer verscheißt. Also das ganze restliche Spiel durch. Ja. Hört er jetzt nur noch einen Namen. Gut, Leute. Das war es dann auch wieder für diesen Part gewesen mit Doom 3, ne? So ist es. Und nicht anders. Jo. Also, viel Spaß beim Weitergucken und nochmal danke an den lieben Marcel, der da wieder dabei gewesen ist. Ne, war, Matze? Immer doch. Ich kann dich ja nicht allein lassen. Ja, ganz genau. Das konnte ich. Alles klar, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.